Herzlich willkommen zurück hier in der Lobby Stage beim University Future Festival 2024. Ja, die Lobby Stage, der Raum, wo wir die Pausen nutzen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Menschen, die aus der Community stammen, Menschen, die das Festival mitgestalten, Menschen, die sich in ihrer täglichen Arbeit damit auseinandersetzen, wie die digitale Transformation der Hochschulen gelingen kann und was man dafür tun muss, um gewisse Ziele auch zu erreichen. In diesem Jahr, das Festival geht noch stärker in die Präsenz. Wir haben insgesamt 4 Bühnen, und zwar in Berlin, in Heilbronn, in Nürnberg und in Bochum. Und in Bochum geht morgen die Stage an den Start, und die wird gehostet von der Initiative Orca NRW. Das ist eine Initiative, die sich vor allen Dingen um Open Educational Resources einsetzt, also kostenfreie, zugängliche Lernmaterialien. Ein wichtiger Akteur in Deutschland in dem Bereich. Ihr werdet sie wahrscheinlich alle kennen. Und dementsprechend geht es natürlich im Schwerpunkt auf dieser Bühne auch nicht nur, aber hauptsächlich um das Thema OER und freie Bildung, freie Lehre und auch viele NRW-Themen, habe ich mir sagen lassen. Und moderiert wird das Festival in Bochum von Markus Daimann. Er ist Geschäftsführer des Landesportals Orca NRW und Privatdozent an der Fernuni Hagen. Und er beschäftigt sich also aus theoretischer und praktischer Sicht mit Fragen der Digitalisierung aus einer bildungswissenschaftlichen Perspektive. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Nina, ich grüße dich auch. Morgen geht er an den Start. Läuft alles bei euch? Ja, die letzten Vorbereitungen laufen. Wir fahren nachher nochmal rüber. Also wir sitzen ja hier in Bochum auf dem Gelände des alten Opel-Werkes, wo wir auch letztes Jahr, vielleicht erinnern sich da einige Menschen, schon mal eine UF-Stage hosten dürften. Also wir sind ja Wiederholungstäter. Wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht, dieses Jahr auch. Zum Glück für uns. Morgen sind wir in Wattenscheid, was ein Stadtteil von Bochum ist, sehr ruhrgebietstypisch. Also eine ganz authentische Location, die ihr da für die Bühne da ausgewählt habt. Und es wird ja auch ein ganz großer Teil der Veranstaltung gestreamt. Erzähl doch mal, auf was dürfen sich die Menschen denn freuen? Was sollte ich mir auf jeden Fall vormerken? Genau, also wir haben ein sehr prall gefülltes Programm, 10 Inputs plus eine Podiumsdiskussion. Also es geht morgens um 9.30 Uhr los und endet dann mit dem offiziellen Teil, ich glaube 17.30 Uhr. Wir haben es aber geschafft, nochmal ein absolutes Highlight zu ziehen, nämlich einen Elder Statesman, der auch eine sehr starke Verwurzelung hat zur Kur-Universität Bochum. Da vielleicht zur Einordnung, du hast ja gesagt, Orca NRW, das steht für Open Resource Campus in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern sitzen an der Ruhr-Universität Bochum. Und genau von dieser Ruhr-Universität Bochum kommt der Elder Statesman, dessen Namen ich auch natürlich gerne verrate. Es ist Norbert Lammert, ne, früherer Bundestagspräsident, der gerne zurückkommt zu seiner Alma Mater und einen Impuls gibt zu einem sehr aktuellen Thema, nämlich Bildung und Demokratie. Wow. Und davor haben wir, das ist jetzt auch keine Überraschung, thematisch NRW natürlich stark vertreten, weil wir sind ja Dienstleister Orca für 37 öffentlich-rechtliche Hochschulen in dem großen Bundesland Nordrhein-Westfalen und versuchen, diesen Hochschulen eine Bühne zu bieten in Wattenscheid und fokussieren uns da eben auf Open Educational Resources, offen frei zugängliche Bildung, aber auch künstliche Intelligenz. Das sind so, also um das Thema kommt ja auch keiner rum. Das sind so die Schwerpunkte, die wir da haben. Und das ist alles morgen auf der Bühne. Dazu haben wir auch noch ein Rahmenprogramm, ne, soll ja so ein Festival sein, also kein tröges Konferenz mit PowerPoint-Schlachten, sondern soll auch anschaulich vonstatten gehen. Wir haben Robbie Clay nennt sich das, die bieten vor Ort 3D-Druck an. Also man könnte zum Beispiel das UF-Logo dort vor Ort sich drucken lassen. Ne, da sind wir schon ganz gespannt, wie das angenommen wird. Und abends wird dann bei hoffentlich gutem Wetter, im Moment ist es noch bewölkt, aber trocken, morgen sieht es glaube ich auch noch ganz gut aus, hier tief im Westen, wo dann hoffentlich die Sonne scheint, ne, um Herbert Grönemeyer mal zu paraphrasieren. Hoffen wir auf schönes Wetter und werfen dann den Grill an. Und das alles in einer wirklich sehr, sehr authentischen Ruhrgebiets-Location. Es ist die alte Lohnhalle, da wo früher die Bergleute, die Bergmenschen, Frauen waren da glaube ich nicht so viele dabei, aber gab vielleicht doch,
Die haben dort eben ihren Lohn nach getaner Arbeit geholt. Deswegen gab es auch ganz viele Kneipen drumherum, weil die sich dann gefreut haben, wenn die Lohntüte da gleich umgesetzt wurde. Die Frauen der Bergleute haben da auch immer gelauert, damit die Bergleute den Lohn nicht in die Kneipen tragen. Also ein sehr authentischer Ort. Sehr authentischer Ort. Und ich wahrscheinlich grillt ja auch Currywurst oder habe eine Currysoße dazu, nehme ich mal selbstverständlich, selbstredend. Also es lohnt sich auf jeden Fall für Menschen, die in Präsenz vorbeikommen wollen, aber natürlich auch für die, die jetzt nicht in Bochum sind, weil ja einfach ein spannendes Programm habt. Da kann man sich mal durchklicken, wer eben in dem Bereich OER gerne ein bisschen was Neues erfahren möchte. Jetzt sind wir ja direkt schon ins Programm eingestiegen, aber vielleicht auch nochmal für die, die jetzt eure Initiative nicht so gut kennen, vielleicht kannst du nochmal so zwei, drei Sätze dazu sagen. Und auch, ich habe mir sagen lassen, ihr habt im letzten Jahr euer Profil nochmal so ein bisschen geschärft. Ne, ihr seid ja noch recht jung, seid schnell gewachsen und du sagtest, es sind viele NRW-Themen, aber vielleicht gibt es ja inzwischen auch die Frage, so machen wir da nicht eigentlich auch noch mehr? Erzähl mal so ein bisschen, wie habt ihr euer Profil jetzt geschärft? Das interessiert mich. Genau, also Orca ist ja gestartet, oder ich bin gestartet 2021 und da war das sehr breit, also so in Richtung E-Learning, Sichtbarmachung, also der Schwerpunkt ist auf digitale Lehre, früher mehr E-Learning gesagt und mit Fokus natürlich in Nordrhein-Westfalen, also den Hochschulen gemeinsam eine Plattform zu geben, ihre Lehre zur Verfügung zu stellen und das eben in Form von offenem Bildungsmaterial. Das heißt, da auch ganz konkret einen Pool anzubieten oder eine Bibliothek. ORCA heißt der Open Resource Campus, habe ich ja schon gesagt. Und zum Campus gehört auch eine Bibliothek. Und zwar nicht eine mit verstaubten Büchern, sondern mit modernen digitalen Medien. Also in aller Couleur. Und die sollen auch von allen nachgenutzt werden, auch überarbeitet werden und wieder geteilt werden. Also dass was Lebendiges entsteht. Und dadurch, dass dieser Ursprungsauftrag sehr breit war, haben wir genau angefangen, jetzt das nochmal zu konkretisieren und zu schärfen. Und da sind jetzt drei Säulen entstanden. Die erste Säule hatte ich ja schon angesprochen. Da geht es um dieses Thema zur Verfügungstellung von Materialien, was vielleicht jetzt trivial klingt, aber gar nicht so ist, weil das muss eben dauerhaft auch passieren. So eine Bibliothek, ne, macht ja nach 5 Jahren nicht die Tore zu, sondern ist ja mit so einem Ewigkeitsanspruch versehen. So ist es bei ORCA auch. Also ORCA ist verstetigt, das heißt, es ist eine dauerhafte Einrichtung, soll eben auch in die Zukunft wirken und diese Materialien pflegen, dass sie auch in 5 Jahren noch nachgenutzt werden können, also technisch. Ne? Wir sind ja kein Verlag und machen da jetzt auch keine inhaltlichen Überarbeitungen, aber versuchen eben so eine moderne digitale Bibliothek zu sein. Die zweite Säule ist auch schon angeklungen, da geht es um die Vernetzung, dadurch, dass es sehr, sehr viele Hochschulen gibt in Nordrhein-Westfalen, von ganz groß bis spezialisiert, ich will jetzt nicht sagen klein, sondern eher spezialisiert, Kunst- und Musikhochschulen zum Beispiel, die alle besondere Bedarfe haben, was jetzt dieses ganze Thema digitale Transformation betrifft und die wollen wir zusammenbringen, also als Vernetzer, Menschen, die ähnliche Interessen haben, die sich bisher vielleicht noch nicht gekannt haben, über Veranstaltungsformate, über Austausch, Ermöglichung schaffen, dass die Hochschulen miteinander sprechen und das eben für diesen Schwerpunkt Studium und Lehre. Wie viele sind es denn in NRW, wie viele Hochschulen, um mal so eine Zahl zu kriegen? Also wir haben 37, dazu kommen noch 5, die privat sind, aber vorwiegend öffentlich refinanziert. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber wir gehen immer von den 37 aus. Dazu gibt es natürlich noch private und noch mehr, aber wir haben diesen Kern von 37, das sind Universitäten, das sind Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunst- und Musikhochschulen, also wirklich ein sehr breites Spektrum. Und wenn ich darf, noch die dritte Säule, ich habe ja von dieser Profilschärfung gesprochen, da geht es um die Studieneingangsphase, das ist historisch bedingt, vor ORCA gab es ein Portal, das nannte sich StudiPort, dort wurde gebündelt Angebote, Online-Angebote, für sogenannte Problemfächer, Mathematik, aber auch Sprach- und Textverständnis. Und da stellen wir kostenlos Material zur Verfügung, um Studierenden oder studieninteressierten Menschen einen starken Start ins Studium zu geben. Was ja auch ein sehr großes Thema ist. Super spannend, In NRW
haben wir die Situation, ich glaube in anderen Teilen Deutschlands ist auch so, dass die Zahlen zurückgehen. Also die Zahlen der Menschen, die das Studium an einer öffentlichen Hochschule aufnehmen, gehen zurück. Und da versuchen wir einen ganz kleinen Beitrag dazu zu leisten mit eben diesen hochwertigen Materialien, die wiederum auch natürlich jetzt an den Hochschulen genutzt werden sollen. Das heißt, da geht es auch darum, die Studienberatung darüber zu informieren. Guckt doch mal, bei Orca gibt es diese Angebote. Nutzt die auch in eurer Beratung. Super. Das heißt, da seid ihr jetzt mit diesen drei Säulen für euch auch nochmal so ein bisschen klarer aufgestellt. Und das wird sich sicherlich auch auf der Bühne widerspiegeln bei euch, bin ich ganz sicher. Jetzt möchte ich ganz kurz, du hast es eben schon gesagt, KI kommt jetzt keiner drum rum. Es ist ein Querschnittsthema. Wenn ich jetzt so einen OER-Experten da vor mir habe, gerne auch nochmal die Frage stellen, wie siehst du das denn in Bezug auf OER, die Rolle von künstlicher Intelligenz und was können wir da in der Hinsicht morgen bei euch auch noch erleben, erfahren? Genau, also wir hatten da das Glück, auch finanziert von der Stiftung Innovation der Hochschullehre im letzten Jahr oder nur Anfang dieses Jahres so ein Projekt einwerben zu können, wo es genau um dieses Thema geht, auch erstmal zu explorieren, also erstmal auszuloten, wo gibt es denn da Ansatzpunkte, KI als Querschnittsthema für OER, und dazu hatten wir auch einige Veranstaltungen gemacht, und da würde ich auch alle nochmal einladen, auf die Seite orca.nrw zu gehen, weil da gibt es unter anderem eine Videoreihe, also wo wir zusammen mit einem anderen Projekt aus Nordrhein-Westfalen, KI-EDU heißt es, wir haben das Projekt dann von der Stiftung gemeinsam gemacht, und da ging es eben darum, Ansatzpunkte zu finden. Und jetzt um die Frage konkret zu beantworten, wäre ein denkbarer Weg oder ein spannender Weg ist, ich habe ein Video und lass mir davon eine Zusammenfassung geben, eine Verschlagwortung. Also bei offene Materialien geht es sehr viel auch um die Verschlagwortung. Da geht es darum, die Materialien so abzulegen, dass andere sie finden. Also was man von Google ganz automatisch kennt, man gibt irgendwas einen Suchschlitz und dann findet man die Treffer. Gut, heute ist viel Mist dabei und Werbung und so weiter. Und da versuchen wir, die Materialien so zu beschreiben, dass andere eine Chance haben, die zu finden. Und da könnte KI helfen, indem man sich diese Verschlagwortungen vorlegen lässt. Weil wir wissen auch, dass Lehrende nicht immer so viel Lust drauf haben, wenn sie ihre PowerPoint schon spenden und teilen, da noch detailliert Angaben zu machen, ne? Lernziele, Fachsystematik und so weiter. Das ist aber unfassbar wichtig, weil sonst findet dich nicht. Ne? Das ist, wir können jetzt nicht auf die Macht von Google zurückgreifen, die da unglaublich viel Tech-Power hat, sondern das ist eher auch händisch noch. Aber genau da könnte jetzt KI helfen, um diesen Prozess zu automatisieren. Also so eine klassische Assistenzrolle, die da sehr hilfreich sein kann. Ne? Genau. Super, spannend. Ja, ist denn für euch morgen, gibt es eigentlich noch Tickets, wenn man noch spontan vorbeikommen möchte? Gibt es. Genau, das also heißt, wir haben auch eine übliche, ich glaube, wie bei Fluggesellschaften auch so eine Überbuchung eingeplant, aber es gibt noch Tickets, also kommt gerne morgen bei uns vorbei in Bochum-Wattenscheid, schaut euch die alte Lohnhalle an, Tickets gibt es noch, auch auf den allerletzten Drücker. Wir weisen niemanden ab. Ja, und nicht nur Tickets, sondern auch Grillwurst mit Currysoße und ein VIP, möchte ich mal so sagen. Er ist, glaube ich, auch abends eingeplant, ne, Norbert Lammert. Genau. Ja, das heißt, da kann man mit der Grillwurst kombinieren. Genau, das kann ich gerne nochmal unterstreichen. Also der Norbert Lammert kommt, ich glaube, 19 Uhr. Und also nach der Currywurst kann man dann nochmal über, hoffentlich auch ein erfüllendes, also nachdem der Magen gefüllt ist, vielleicht nochmal der Geist erfüllt, eben über das Thema Bildung und Demokratie sprechen. Und da freuen wir uns wirklich sehr. Also er wird einen kurzen Impuls machen und wir haben das jetzt so als Town Hall Setting gedacht, das heißt, alle sind eingeladen, auch mit ihm ins Gespräch zu kommen. Also er ist sehr gerne dafür da, auch Fragen aus dem Publikum aufzunehmen. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein Grußwort sein und dann rauscht er wieder ab, sondern er will mit uns, mit euch, die dann nach Bochum-Wattenscheid kommen, sprechen. Ja, mega. Glückwunsch, dass ihr den an Land ziehen konntet, und das klingt echt
Super spannend, da würde ich direkt vorbeikommen. Aber ich bleibe noch ein bisschen in Berlin, weil wir hier auch spannende Events haben und unter anderem auch für die, die jetzt gerade hier in Berlin sind und streamen, es gibt auch Workshops und Meetups hier in Berlin. Jetzt gleich startet ein Meetup, Decoding Cultures for High Community Impact. Da geht es um Stärken und Herausforderungen neuer interdisziplinärer Lernansätze. Also lohnt sich auch da vorbeizuschauen. So, und dir sage ich danke, Markus. Viel Erfolg morgen. Vielen Dank. Ciao.